In ein bisschen mehr als einem Monat ist es soweit und wir können endlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom spielen. Jegliche Collector's Editions und Pro-Controller sind ausverkauft und auch ich habe es nicht geschafft, davon etwas zu bestellen. Dennoch habe ich es sicherheitshalber vorbestellt und werde am Tag des Releases vor dem Elektrohändler meines Vertrauens sitzen und campen. Und warten, bis der Laden aufmacht. Und dann reinstimmen. Das steht fest in meinem Kalender. Nicht wundern, weshalb ich diesmal etwas leiser rede. Es gibt hier auch noch andere Menschen im Haus. Deswegen muss ich etwas leiser sein. Jedenfalls, vor ein paar Tagen bekamen wir eine Präsentation von Eiji Aonuma, der uns ein bisschen Gameplay von Tears of the Kingdom zeigte in einem Livestream von Nintendo. Diesen Stream habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt und versuche auch so wenig wie möglich gespoilert zu werden, da ich gerne genauso wie in Breath of the Wild mit so wenig Wissen wie möglich in das Spiel eintauchen möchte. Ich finde, je weniger du von dem Spiel weißt, desto intensiver ist die Erfahrung mit dem Spiel. Das hatte ich ganz besonders bei Breath of the Wild. Und eine Sache, die ich komplett bereue, ist, dass ich damals beispielsweise das Spiel Life is Strange in einem Let's Play geguckt habe und es nicht einfach selbst gespielt habe, weil ich glaube, dann wäre die Spielerfahrung nochmal ein bisschen intensiver gewesen. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit Tears of the Kingdom? Schließlich haben momentan so ein paar Leute Angst, dass es sich vielleicht eher wie ein DLC anfühlen könnte von Breath of the Wild statt einem eigenständigen Spiel. Schließlich kennt man die Spielwelt schon und es wird schwierig sein, an den Erfolg von Breath of the Wild anknüpfen zu können. Zwar haben wir in dem Trailer schon gesehen, dass wir diesmal dann auch den Himmel bereisen können, aber trotzdem, die Welt bleibt die gleiche und so allzu viel haben wir vom Spiel nun auch nicht gesehen durch die Trailer. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn eine Sache, die Breath of the Wild damals richtig ausgemacht hat, ist das Nichtwissen. Und das ist das, was ich gerade eben schon angeteasert habe, sozusagen. Denn es beeinflusst die Spielerfahrung. Als man Breath of the Wild das erste Mal gestartet hat und dann aus dieser Höhle in die freie Welt ging und eigentlich im Grunde genommen genauso wie im ersten The Legend of Zelda Teil in die Welt geschickt wurde, ohne dass man wusste, was einen erwartet, was es dort gibt und einfach nur losgelaufen ist, um die Welt zu entdecken. Das ist etwas, was einen in dem Moment einfach geflasht hat. Und das hast du halt nicht so, wenn du schon einige Dinge von dem Spiel weißt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Kiste aufmachst und du findest ein Item und du bist so, ah ja, jetzt habe ich das Item. Beispielsweise jetzt ein komplett neues Item, was es vorher nicht gab oder so. Wenn du davon noch nichts wusstest und plötzlich diese Kiste aufmachst und so denkst, huch, was ist das? Was kann ich damit machen? Wie hilft es mir weiter? Dann ist es eine ganz andere Erfahrung und eine interessantere Erfahrung, als wenn du sagst, oh ja, cool, dann habe ich jetzt das Item und kann das damit machen und mach das jetzt einfach. Versteht ihr, was ich meine? Es gab auch einige Dinge, die viele Zelda-Fans tatsächlich im Breath of the Wild kritisiert haben. So zum Beispiel keine richtigen Dungeons, dafür aber die vielen Schreine, die alle gleich aussehen und die Titanen, die auch irgendwie alle ähnlich sind. Andere wiederum kritisierten das Klettern beim Regen oder die Haltbarkeit von Waffen. Und von den Waffen haben wir tatsächlich in der Präsentation mit Eiji Aonuma auch ein wenig gehört. Und ja, das weiß ich, weil ich gespoilert wurde. Danke, YouTube-Thumbnails. Alle sind jedoch so ein bisschen gespalten wegen Tears of the Kingdom. Der Hype ist teilweise da, teilweise aber auch irgendwie nicht. Was vielleicht daran liegen mag, dass man eben halt nicht so viele Informationen kriegt. Nicht, wie es jetzt aussieht mit den neuen Veränderungen, weil es gab ja wirklich viel, was die Fans sich dann gewünscht haben. Habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und ja, man hat auch nicht allzu viele Sachen von der Story jetzt gehört. Aber wie gesagt, ich persönlich finde das auch gar nicht so schlimm. Klar, ich bin jetzt auch nicht so gehypt wie beispielsweise damals bei Breath of the Wild, aber das mag vielleicht auch daran liegen,
dass es immer noch in der gleichen Welt spielt und vom Gameplay sich wahrscheinlich gar nicht mal so viel ändern wird. Was mich allerdings interessiert, ist die Story. Und die scheint, also von dem, was wir jetzt in den Trailern gesehen haben, es in sich zu haben. Und viel tiefer zu gehen als im letzten Teil. Und das finde ich interessant. Viele nervt es, dass man halt noch nicht so viel Neues gesehen hat oder gehört hat von dem Spiel. Aber ich finde, man sollte vielleicht einfach abwarten und sich das Spiel in Ruhe anschauen. Das Spiel war jetzt schließlich seit Breath of the Wild in der Entwicklung und ich denke nicht, dass das Spiel katastrophal beep sein wird. Deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen und freue mich, wenn das Spiel endlich draußen ist und ich eine echt tolle Zeit mit dem Spiel verbringen kann. Wie ist da eure Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sehen uns zum Release von Tears of the Kingdom. Bye! Aua, knack. Das hat wehgetan. Actually nicht, aber es hat halt irgendwie, das war weird. Bye!